Willkommen zu einem neuen Video und diesmal wollen wir so ein bisschen über die Brunch-Kultur in Neuseeland reden. Wir kennen ja den Unterschied, so Brunch und ja Breakfast und Lunch zusammen kombiniert, also Frühstück und Mittagessen. In Deutschland eher selten. Da haben wir Frühstück mit Butterbrot und mit Cerealien vielleicht und ein bisschen was Milch und sowas. Hier ist es viel besser. Hier hat man nämlich eben ein warmes Essen. Also schon ab 6 Uhr öffnen einige Ladenlokale oder so ein Café wie hier das und die bieten da richtig gutes Essen an. Nämlich bereits Schnitzel, gebratenes Hühnchen oder Steak, richtig saftig und dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen und gerade am Wochenende macht es richtig Spaß hier hinzugehen und sich das Ganze anzuschauen und zu essen. Neben dem warmen Essen, was man dort machen kann, gibt es natürlich auch Kuchen oder Torten oder Süßigkeiten allgemein und natürlich auch Kaffee und Schokolade zum Trinken und alle möglichen Sachen. Das alles schön aufbereitet und das sieht dann auch noch sehr, sehr schön aus. Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen und deshalb gehen wir jetzt gleich rein und gucken mal, was es dort Leckeres zu essen gibt. Los geht's! Okay. Jam and Cream Donut? Ja. Good. Also Jam and Cream Donut werden wir wahrscheinlich essen. Das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Hier sehen wir nun über Eier bis hin zu in Buttermilch gebratenes Hähnchen, bis hin zu auch Fisch, dass man alles hier bekommen kann in verschiedenen Kombinationen. Also eine ganze Reihe von leckerem Essen. Und die Preise sind auch gar nicht so teuer, wenn man das mal umrechnet in Euro. Sie sehen hier 19,50 Dollar. Das ist für so ein Essen gar nicht mal so teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Und da gibt es neben dem Essen auch auf der Rückseite natürlich eine ganze Menge zu trinken, was man sich auswählen kann. Ich glaube, ich nehme Hot Chocolate, heiße Schokolade. Und wie man sieht, ist das Café doch sehr, sehr populär, wenn man da mal reinguckt. Sehr, sehr viele Leute. Innen drin im Grunde genommen alles schon voll. Und deshalb nur draußen noch einen Platz ergattert. Und so sieht zum Beispiel heiße Schokolade aus oder was ist das, Café Latte. Und das ist das Essen. Schaut euch das mal an. Das ist designed bis zum geht nicht mehr. Erdbeeren gibt es dort, erkenne ich. Orangen, Blumen sind da teilweise drinnen, Feigen sind da drin, alles Mögliche. Pouched Pear. Ich weiß nicht, was Pouched Pear ist, aber Pouched Pear, Apfelsin, Pfirsich, ja. Frozen und gefrorene Früchte sind da auch noch drin. Also eine ganze Reihe von Früchten drauf. Das sieht doch verdammt lecker aus. Da möchte man direkt zubeißen, oder? Und nun hier auch noch für die Süßigkeitsabteilung ein langgezogener Donut. Ah, das sieht lecker aus, da möchte ich gleich zubeißen. Kann das nicht allzu lange filmen und fang direkt mal an. Jetzt wird losgelegt. Erster Biss. Es wackelt ein bisschen rum, weil das hier wird jetzt verputzt. Jetzt wird reingehauen. Donut, ja, Donut mit Creme und das ist Vanillecreme und was ist das? Erdbeersoße drauf. Das ist richtig lecker. Du willst auch was? Ja, siehst du? Ich werde so eingekleidet hier, aber dann bettelt ums Essen. Also draußen ist so ein bisschen knusprig. Es ist Himbeersoße, keine Erdbeersoße. Vanille, Creme und Puderzucker, so lecker. Also ich wünsche, es gibt Geschmacksfernsehen oder Geschmacksscreening. Aber so müsst ihr ihm einfach vertrauen, das ist einfach perfekt. Oh, so lecker. Und dazu noch heiße Schokolade. Ew. So sour.
das Gute, das Muster der Schokolade, das bleibt erhalten. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ein Anfangsmuster, was ich gezeigt habe, bleibt erhalten, egal ob man, wie viel man trinkt. Das haben wir, glaube ich, alle richtig hungrig gemacht. Ihr könnt ja im Kommentarbereich schreiben, was ihr so zum Frühstück oder Brunch zu Hause in Deutschland oder in Europa allgemein esst. Das war's jetzt für dieses Video. Ich werde das jetzt noch aufessen und wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der letzte Bissen. You are happy you come here, right? Ja. Mm. Das war sehr lecker. Süßes Frühstück. Lecker und beautiful.